Ziegler, das Traditionsunternehmen. Heute ist Ziegler aus dem Feuerwehrwesen nicht mehr wegzudenken. Denn Präzision, Langlebigkeit, Qualität und Innovation prägen das Unternehmen seit 1891. In dieser Zeit beginnt Albert Ziegler mit 5 Webstühlen in der Klingenmühle in Gingen seine Schlauchproduktion. Der Erfolg lässt nicht lange auf sich warten. Bereits 1894 auf der Weltausstellung in Antwerpen und 1901 in Berlin werden Ziegler-Schläuche vom Fachpublikum vielfach beachtet und bekommen die ersten Auszeichnungen. Diese Anerkennung ist unter anderem dem Praxisbezug von Albert Ziegler als Adjutant der Gingener Feuerwehr zu verdanken. 1903 tritt ein junger Mann als erster Auszubildender im noch jungen Unternehmen seine Lehrstelle an, Ernst Fink. Er wird in den kommenden Jahren noch eine wichtige Rolle für Ziegler spielen. Die Arbeitszeiten von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends sind zur damaligen Zeit völlig normal. Oft muss aber auch länger gearbeitet werden, und das von Montag bis Samstag. Urlaub ist in dieser Zeit noch ein Fremdwort. Nach seiner Ausbildung verlässt Ernst Fink aufgrund seiner Wehrdienstleistung den Betrieb. 1908 erkrankt Albert Ziegler schwer und stirbt 2 Jahre darauf. Da es dem Betrieb zu dieser Zeit nicht gut geht, bittet Albert Zieglers Witwe Ernst Fink, zu Ziegler zurückzukehren. Er soll die Firmenleitung als Prokurist übernehmen. Nach mehrmaligem Bitten willigt dieser 1911 schließlich ein. Die Produktpalette wird um Feuerwehrausrüstungen, Hydrantenwagen, mechanische Leitern, Brauereiartikel und Eisenhandel erweitert. Bei Ziegler geht es wieder bergauf. Der Erste Weltkrieg macht dieser Entwicklung allerdings einen Strich durch die Rechnung. Der Betrieb steht still. Kurz vor Ende des Krieges fällt der ältere Sohn Alberts, Otto Ziegler. Er sollte den elterlichen Betrieb übernehmen. Nach dem Krieg führt nun sein Bruder Kurt die Firma weiter. Er bringt die Schlauchweberei wieder in Gang und erweitert den Betrieb um eine Schlosserei. Damit ist der Grundstein der Tragkraftspritzenfertigung ab 1925 gelegt. 1927, zur Zeit der Inflation, siedelt der Betrieb in die Memminger Straße um, wo sich noch heute der Firmensitz befindet. Nur 3 Jahre später, im Jahr 1930, erfindet Ernst Fink die erste elektrische Schlauchwaschmaschine. Sie wird ein großer Erfolg. Zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs fertigt Ziegler Schläuche, Motorspritzen, aber vor allem Kübel- und Luftschutzspritzen. Ab 1942, nach der sogenannten Zusammenlegung der Rüstungsbetriebe, darf Ziegler keine Tragkraftspritzen mehr herstellen. Es ist eine schwere Zeit für das Unternehmen. Als Notlösung wird das Saugrohr erfunden und aufgrund des damaligen Gummimangels über 40.000 Mal gefertigt. Nach Kriegsende wird 1952 die erste TS-8/8 gefertigt. Ein Jahr später übernimmt Diplom-Ingenieur Günther Ziegler die Geschäftsleitung und lässt das erste Ziegler-Feuerwehrfahrzeug, ein KLF-6, auf einem Opel-Blitz-Fahrgestell fertigen. Dieses Fahrzeug befindet sich noch heute im Ziegler-Museum in Gingen. In dieser Zeit wird die Schlauchfertigung von Flachs und Hanf auf belastbarere Chemiefasern umgestellt und auch die Produktreihe der Fahrzeuge erweitert. Einige Jahre später, mit der Erfindung des Trokomats 1967, revolutioniert Ziegler die Pumpenentlüftung. Bereits seit 1969 fertigt Ziegler die Königsklasse aller Feuerwehrfahrzeuge, die Flugfeldlöschfahrzeuge. Das erste Fahrzeug dieser Art wird damals nach Kopenhagen geliefert. Da die Flughäfen immer größer werden, müssen auch die Flugfeldlöschfahrzeuge leistungsstärker und schneller werden. Zieglers Antwort 1990: der Z1. Ein Pionier moderner, innovativer Flugfeldlöschfahrzeuge. 2 Jahre später folgt der erste Z8. Eine Baureihe, die bis heute für zuverlässige und sichere Fahrzeuge steht.
1997 wird der erste Z6 vorgestellt. Im gleichen Jahr wird das patentierte Aluminium-Panelsystem Alpas eingeführt. Durch seine robuste Bauweise und Flexibilität wird es weltweit bekannt. Das System wird ständig weiterentwickelt und jedes Fahrzeug wird damit ausgestattet. Mit Innovationen wie der Z-Cab-Mannschaftskabine, dem elektrisch betriebenen Tunnelrettungsfahrzeug Merkur oder der Ziegler Fire Ant, dem kleinsten dreiachsigen Tanklöschfahrzeug der Welt, weist Ziegler die Richtung für die Zukunft des Feuerwehrwesens und das seit über 120 Jahren. Ziegler. Qualität made in Germany.